Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der Integralrechnung. Und hier schauen wir uns eine wirtschaftswissenschaftliche Anwendung an, nämlich wie wir mit Hilfe des Integrals zurückschließen können von den Grenzkosten auf die zugrunde liegende Kostenfunktion. Und dafür nehmen wir einmal dieses Beispiel her. Stellen uns vor, ein Unternehmen produziert den Output X mit folgenden Grenzkosten. C' von X ist gleich 3 mal x² minus 6 mal x plus 14. Klären wir also nochmal, was Grenzkosten sind, rufen wir uns das in Erinnerung. Das hatten wir uns auch schon im allerersten Kapitel angeschaut, wo wir noch mit linearen Kostenfunktionen gearbeitet hatten. Und da haben wir uns klar gemacht, die Grenzkosten oder marginalen Kosten ist das, was dazukommt, wenn ich eine zusätzliche marginale Einheit von meinem Output produziere. Und bei einer linearen Kostenfunktion war dieser Zuwachs konstant. Das waren also eine konstante zusätzliche variable Kosten, die für jede marginale Einheit dazukommen. Und hier haben wir jetzt eine Situation, da ist das nicht einfach eine Konstante, sondern so eine quadratische Funktion. Also diese marginalen Kosten nehmen mit der Menge x zu. So schaut das in etwa aus. Und was wir jetzt machen müssen, um zurückzuschließen auf die Originalkostenfunktion, ist, dass wir das halt integrieren müssen. Ja, die Grenzkosten oder marginalen Kosten sind die Ableitung, ja, der Zuwachs, der dazu kommt. Und wenn wir das wieder aufintegrieren, dann können wir rückschließen, was die zugrunde liegende Kostenfunktion war. Da können wir aber zunächst einmal natürlich nur eine der Stammfunktionen bestimmen und wir müssen dann noch diese additive Konstante in der Stammfunktion feststellen und dafür haben wir diese zusätzliche Angabe hier bei einem Output von 10 Einheiten betragen die Kosten C von 10 gleich 2840 Geldeinheiten und die nächste Frage ist dann, wie hoch sind die Kosten bei einem Output von 20 Einheiten? Also, dann bilden wir zunächst mal die Stammfunktion. Ja, die Kostenfunktion ist also eine Stammfunktion der Grenzkostenfunktion. Und hier müssen wir also da die Stammfunktion von diesem quadratischen Polynom, dieser quadratischen Funktion ausrechnen. Und das ist nicht besonders schwierig, weil das Integral einer Summe ist die Summe der Integrale und 3 mal x Quadrat kann ich leicht die Stammfunktion bilden. Das ist einfach x hoch 3. Ja, wenn ich es ableite, bekomme ich genau 3 mal x² heraus. Minus 6 mal x. Weiß ich, ich muss den Exponenten erhöhen von x hoch 1 auf x². Und dann muss ich aber noch mit dem Kehrwert dieses Exponenten multiplizieren, also mit 1/2. Damit wird aus der 6 eine 3. Ja, machen wir auch da die Probe. Wenn wir das ableiten, bekommen wir 2 mal 3 ist 6 mal x. Und dann haben wir die Konstante 14 und die wird dann zu 14x, wenn ich das integriere. Auch da, wenn ich ableite, bekomme ich einfach wieder die 14 heraus. Und dann muss ich jetzt aber noch eine Konstante c dazu rechnen, weil die Stammfunktion eben nur bis auf eine solche additive Konstante bestimmt ist. Und in diesem konkreten Fall bei der Kostenfunktion hat die Konstante ja auch eine ganz konkrete Bedeutung. Nämlich, das sind die Fixkosten. Das ist das, was, wenn ich für x gleich 0 einsetze, wenn ich keinen Output produziere, dann bekomme ich Kosten von c heraus. Wir haben also hier ein inhärentes wirtschaftswissenschaftliches Interesse, diese Konstante c zu bestimmen. Und das, was wir dafür verwenden können, ist, dass wir wissen, c von 10 soll gleich 2840 sein. Dann schreiben wir uns das doch hier einmal hin. Und dann können wir einsetzen, c von 10 ist nichts anderes als x hoch 3, also hier 10 hoch 3, minus 3 mal x Quadrat, 10 zum Quadrat plus 14 mal x, 14 mal 10, plus diese Konstante c. Und das können wir sogar alles im Kopf ausrechnen. 10 hoch 3 ist einfach 1000. 10 Quadrat ist 100. Also bekommen wir minus 300. Und 14 mal 10 ist plus 140 plus die Konstante c.
1000 minus 300 ist 700, plus 140 ist 840, plus die Konstante c. Und dann müssen wir die 840 links abziehen und bekommen heraus, 2000 ist die Konstante c. Und damit haben wir jetzt also unsere Kostenfunktion komplett aufgestellt, weil wir die Fixkosten bestimmt haben. Wir können also hinschreiben, c von x ist gleich x hoch 3 minus 3 mal x Quadrat plus 14 mal x plus Fixkosten von 2000. Damit können wir dann auch die letzte Fragestellung beantworten, die gesuchten Kosten, wenn ich einen Output von 20 produziere. Dann müssen wir jetzt nur noch in die Funktion einsetzen, die wir da gerade gefunden haben. 20 hoch 3 minus 3 mal 20 zum Quadrat plus 14 mal 20 plus 2000. Und wenn ich das alles in den Taschenrechner tippe und ausrechne, bekomme ich Gesamtkosten von 9.080 heraus.